Meine Damen und Herren, willkommen zu dem diesjährigen Open House 2023 Vlog in Rauschenberg. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es wird mega, mega geil. Was gibt's denn hier schon eigentlich alles? Boah, so ein bisschen was Modisches. Das ist passende Mode für dich. Das auf jeden Fall. Vielleicht jetzt nicht S, aber... Lass mal anprobieren. Willst du mich im Bauch frei sehen? Wir nehmen L. Wir nehmen L. Ja, wir nehmen L. Du besser? Ja, Heinrich. Mhm. Schon fleißig. Immer. Fragen Heinrich mal, was er uns bei Instagram für eine Frage gestellt hat. Was hast du uns auf Instagram für eine Frage gestellt? Ob ich am Wochenende arbeiten muss? Hallo Michi. Ist jetzt ein Stand-off. Filme. Michi, bist schon gehypt aufs Open House? Total. Heute haben wir Gott sei Dank erst Mittwoch. Heute ist Mittwoch? Ja. Das heißt? Morgen ist Donnerstag, heißt das. Aber der Bierwagen steht schon. Ja, aber er ist zu. Wie, der ist zu? Hallo? Hallo, ein Pilz bitte. Hallo? Max, mach mal den Bierwagen auf. Hast du Durst oder was? Ich hab Durst. Weißt du, was SB Motec noch macht, außer Taschen, Koffer und Co.? Nee. Tonnenweise gutes Zeug. Hallo, werter Herr, sind Sie schon bereit? Ich bin absolut bereit. Auf der Bühne zu performen? Auf der Bühne zu performen? Ich habe gehört, du spielst Gitarre. Nee, Saxophon. Das ist schon schnell, oder? Ui, Cableman. WD-40. WD-40 bringt schon ganz schön viel. Olaf! Zieh doch mal bitte den Stecker für den Starkstrom. Was hast du dafür gefährt? Moped. Gib mal Gas. Warte nur darauf, dass er da hinten über die Absperrung fliegt. Wieso ist denn der Daniel auf dem Traktor eigentlich hinten drauf? Daniel, was machst du? Wer will mit Dingen um mich? Ich wusste gar nicht, dass du Trecker fahren kannst. Ich auch nicht. Weißt du, wie das ist mit gegen den Wind pissen? Oh. Das war dumm. Welche Form stellt dieses Heu dar? Ein Quadphallus. Quadphallus. Oh, Seiten auf. Kontostand. Haben Sie schon einen Bausparvertrag? Jetzt gibt's hier das SB Motec Wassertattoo. Eieiei. So. Oh, das ist geil. Ui. Werde ich dafür jetzt eigentlich bezahlt? So, jetzt kommt noch einer auf den Unterarm. Gesundheit. Danke. Ich bin jetzt offiziell Copyright. Hey. Hallo. Aber bitte schwer gehoben. Eigentlich müsste sie filmen und du packst da mal an als Gentleman. Nee, nee. Ja, schön aus dem Rücken. Schmackes, komm, gib ihm. Kriegst auch ein Tattoo. Ja, aha, die Tattoos. Die Tattoos, die sind's. Hier, die hast du ja verdient. Ui. Bist du zertifizierter Gabelstaplerfahrer? Ich kann alles. Ich kann alles sein, hat meine Mama immer gesagt. Jetzt bin ich Staplerfahrer. Ja, wir haben jetzt hier ein paar schöne Quads und die werden wir jetzt richtig bis auf Anschlag fahren. Alles einfach nur ganz große Kinder. So, darf es hingehen, der Herr? Einmal bitte zu dir statt. Hallo. Hallo. Liebe Leute, jetzt wird gerade noch hier aufgebaut und es sieht jetzt schon phänomenal aus. Aber am besten wird natürlich das Wetter die nächsten drei Tage. Darauf freuen wir uns am meisten. Es wird richtig geil. Ich sehe, du hast das komplette Wallo on Tour Outfit an. Nur die Hose noch nicht. Ich bin enttäuscht. Keine Campingplatz-Outfit. Das fehlt jetzt noch. Das schreibst du ja auf. Ich bin auch nur Weisungsempfänger an der Stelle. Oh. Sehr gut gefahren. Alter, komm rein. Er macht den Dreifachen, der ultimative Schwitzer. Ich kann das Safety-Cam, die ich immer zu sehen habe. Stattdessen, dass er sich ein eigenes holt, futtert er mein Zeug. Ist schon wieder raus. Oh nein. Und Olaf, klappt das? Das klappt. Schön dick. Oh. Geil!
Komm, renn. Vielleicht fliegst du ganz weit. Ui. Und hier ist die dicke. Also Rampe. Ist das hier. Oh, damit du weich fällst. Da hinten kann man auch den Pimmel gut sehen. Das ist doch kein Pimmel. Doch. Ein Quadverlust. Nein. Na, danke, guter Mann. Und wie lassen sich die gesprühten Stühle sitzen? Die gesprühten Stühle lassen sich super sitzen. Was ist hier in einem anderen Bottich drin? Da ist Erbsensuppe drin. Was gibt's denn hier für Spirituosen? Wir haben Spirituosen der Firma Schnapsbrennerei Behlen in Wenkbach in der Nähe von Frohnhausen. Härtere Schnäpse oder für die Damen auch Likör. Für die Damen hätten wir den Haselnuss, der wirklich mega lecker schmeckt wie Nutella. Zieh doch mal ein Tattoo machen. Ja, können wir mal machen. Ja, machen wir. Ist das dein erstes Tattoo? Nee, das Arschgeweih zeige ich dir nicht. Oh. Ja, lass sie doch einfach mal entscheiden, wo du jetzt dein nächstes Tattoo hinbekommst. Ich würde sagen, wir machen es hinten in den Nacken. In den Nacken? Okay. Oh nee, das sieht... Oh, das tropft mir alles ins Gesicht. Ja, guck mal hier drauf hier. Oh, sieht schick aus. Oh, Walle, du auch noch. Bist auch in Geschmack gekommen? Ich habe das bei dir gesehen und dachte ich mir einfach so, das brauche ich auch. Oh. Hey, da kommt mein richtig breiter Unterarm so richtig zu Geltung. Du wirst dir diesen Unterarm nie wieder waschen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir freuen uns, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid, so zahlreich hier nach Rauschenberg gekommen seid. Dein großer Auftritt. Bist du mal auf Film? Ja. Kriegst du hin. Musst du das Bierfass erfolgreich nach oben befördern. Hast du gut gemacht. Erich, mein Bester. Wie gefällt es dir hier bisher? Überragend. Hast du eine Goldkette an? Nee, das ist tatsächlich Silber. Gleich auch bei der Motorradshow dabei. Auf jeden Fall. Geil. Die kann was. Did you love that? Did you like that? Little bit of English. Der Wahnsinn! Oh ja! Pretty awesome! Wie ist denn das so, durch die Luft zu springen? Richtig geil, ey! Also von der Skala von 0 bis richtig geil, es ist richtig geil! Ja, ich habe mir selber ein Motorrad gebaut, aus dem KTM-Chassis und Waschmaschinenmotor. Und jetzt bin ich hier. Richtig geil! Willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Tag von dem Open House 2023 in Rauschenberg. Gerade bei den Probefahrten von SW Motec fahren sie gleich schon hier ein Bike-Probe. Kawasaki Z900 RS. Nicht schlecht. Voll gespannt. Na klar. Die Ducati Corsa. Guten Tag, kurze Zwischenfrage. Wie finden Sie dann hier das Open House? Es ist top. Jedes Jahr, kommen Sie jedes Jahr her? Ich wohne hier in Rauschenberg. Ah ja, dann schöne Fahrt. Danke. Ist das deine eigene Schubkarre?
Das ist unsere Holzschubkarre für den Campingplatz, weil wir dürfen da Feuerchen heute Abend machen, weil es wird in der Nacht ziemlich kalt. Die sind schon geil, oder? Haben sogar Schubkarren für jeden Mann und Frau. Das ist ein Traum. Ich habe auch ein schickes Teil hier. Ja, das ist von ihm. Road Calls Me. Alles klar. Alles bestens. Schicke Karre hast du. Ich gehe jetzt shoppen beim SW Motec Shopping Ausverkauf und da denke ich mir, bringe ich meinen eigenen Einkaufswagen mit. Wie ist denn jetzt so der finale Ansturm heute? Der finale Ansturm war sehr gut, kann man nicht anders sagen. Wir sind ein bisschen geschwitzt. Schön viel Umsatz gemacht. Ich denke gut. Schönen Tag noch. Wo ist denn eigentlich jetzt hier meine Kamera? Das kann doch gar nicht sein. Wo ist denn das hier? Ich bin denn schon in Alkoholabteilung. Bin ich eigentlich richtig... Ach, guten Tag. Und jetzt die Open House Challenge. Wie viele Bänder bekomme ich auf einen Arm? Komm, fang an. Oh, oh, oh. Aber für alle... Auf geht's, Leute! Ohne Band kein Brand! Aal, Hering, Heilbutt, Seelachsfilet! Auch auf dem Nacken. Er macht's richtig, der Mann. Komm, gib ihm! Wieso so ein Bike haben? So eins haben kann. Den kenne ich doch. Das bist doch du. Das bin ich, ja. Das bist du. Hi. Auf dem Plakat. Bist du berühmt? Nee, ich bin nicht berühmt, aber ich hab's drauf. Krieg ich ein Autogramm? Ah, oh, guck mal hier. Da-da, 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 da-da. Von der Bühne, servus. Ach, servus, Andi, freut mich. Das ist übrigens der Daniel. Hallo. Er ist arbeitstechnisch Klempner. Das war mega geil. Guten Morgen. Grüß dich. Schmeckt der Kaffee um diese Uhrzeit? Ja, ist genial, ey. Das zieht dir die Schuhe aus. Immer irgendwas auf der Leber, ey. Guck mal, der lebt auch schon. Wir sind hier gerade beim Triumphstand. Guten Tag. Was gefällt dir denn hier am Open House am besten bisher? Am besten gefällt mir beim SW Motec Open House natürlich der Triumphstand. Am besten auch die Moto 2, die hier nebendran steht. Wunderschön in der Special Edition und in Gelb. So von der Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Was würdest du dem Moped geben? Ich würde dem Motorrad eine 10 geben. Hat Triumph aber wieder was rausgehauen. Guten Tag. Hallo. Die Karre hier, was würdest du sagen von der Skala von 1 bis 10? Wie findest du die? 8. 8? Ja. Was würdest du deiner Karre geben von der Skala von 1 bis 10? 11. Was würdest du sagen von der Skala von 1 bis 10? Was würdest du ihm geben? 5. Was würdest du deiner Karre geben? 10. 10. Ah, 9. Was würden Sie sagen von der Skala von 1 bis 10? Was würden Sie geben? Eine 7. Und für Ihre, das ist wahrscheinlich Ihre Karre? Ja, 11. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da angefahren? Valentin, du bist. Was haben wir denn hier Feines? Hier haben wir das Modell blauer Schubkarren. Was würdest du sagen von der Skala von 1 bis 10? Was würdest du der Karre geben? TÜV ist schon seit 20 Jahren abgelaufen, aber läuft. Von 1 bis 10 auf der Skala? Ja. Ich dachte eigentlich, das hier wird ein seriöses Interview, aber ich merke gerade, das geht in eine andere Richtung. Natürlich. Die Karre von der Skala von 1 bis 10? Ja, eine glatte 10. War sehr schön wieder hier. Guter Mann, was fanden Sie so am Open House am besten bisher? Die ganzen Probefahrten waren echt ganz geil. Nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Abends das Lagerfeuer hier. Wegen Erik Peters war ich eigentlich hauptsächlich da heute. Haben Sie sich ein Autogramm von dem geholt? Noch nicht, nein. Ich habe auch schon ein Autogramm, aber nicht vom Erik. Ich habe von einem Alex von Via. Kennen Sie den? Ganz berühmter Typ, habe ich ein Autogramm gekriegt. Bin ich richtig stolz. Sehr schön. So guter Mann. Wie fanden Sie denn das Open House bisher? Hallo, da ist er sprachlos. Wir sind gerade auf dem Motorradparkplatz. Hier stehen ungefähr 250 Motorräder. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist noch nicht alles. Kriege ich auch so einen Flyer. Cool, ich habe zwar schon 5, aber man kann ja nie genug kriegen, nicht? Genau. How is it like doing a first backflip? It was something new for me and like it's super different to the other tricks. So, jetzt drehe ich erstmal am Rad. Ich krieg die Arschkarte. Dankeschön. Guckt euch das an. Alles voll. Ich glaube, 30.000 Leute sind jetzt heute hier. Und wir haben Sonntag. Guckt euch das an. Sie tragen ein sehr, sehr interessantes T-Shirt. Wollen Sie mal erläutern, was das ist? Ich weiß nicht, ob das hier so jugendfrei ist, mein Lieber. Was geht's denn da? Biologie-Nachhilfeunterricht. Erwachsenenfilme. Die hat hier einen sehr interessanten Becher. Zeig doch mal in die Kamera. So einen will ich auch. Oh Gott. Alter, ich krieg die Kurven in den Ding nicht. Yeah!
das Ding lahm, Alter. Oh, mein Arsch. Oh, oh, oh. Danke für ein mega Open House. Wir freuen uns auf die nächste Edition 2024. Bis dann. Ciao. Epilog. Hallo? Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Ski werde ich mir machen! Okay. Was macht ihr denn da auf dem Dach? Okay, Arsch, jetzt geht diesen Scheißdreck an. Gut. Bitteschön, Döner mit alles? Ich hätte gerne zwei Kugeln. Einmal Schokolade, einmal Schatzsicher. Nee. Und nur Unterbodenwäsche. Wir führen leider nur Knickknacks. Michi! Was seid ihr dann im Ofen? Ich zeige euch mal, was wir hier im Büro haben. Alles klar? Fußsalat. Fußsalat? Ja. Boah, siehst du diesen Lensflare? Siehst du diesen Lensflare auf dem... Oh ja. Ich hab schöne Bilder. Ja. Ja, aber Erik, weißt du, wen ich vorhin getroffen habe? Wen? Niemand. Und weißt du, was er gesagt hat? Nichts. Lass es dir jetzt richtig schmecken. Aber wie? Mein Name ist Dieter Bahle. Ich bin Sturmtrupper und für die Geländesicherheit zuständig. Hätte ich jetzt Dollarscheine, würde ich es auf dich schmeißen. We'll be right back.